können sich sicher noch erinnern, oder die, die meine Videos schauen zumindest, wo der Schillmesser Nummer 162 von Frost vorgestellt haben. Und da habe ich viele Fragen gekriegt eigentlich, ja, wie schleift man so ein Messer? Ich habe jetzt ein bisschen was probiert und das funktioniert wirklich super. Durch das, dass eigentlich nur auf der Seite angeschliffen ist, kommt man sicher auch mit dem Stein schleifen. Also ich habe ja auch schon probiert, geht auch gut. Aber wenn man außen ist, hat man nicht immer einen Stein dabei. Und ja, da habe ich natürlich, also ich habe sicher gesehen, wo ich den Löffel geschnitzt habe. Und dann habe ich meine Schüssel noch geschnitzt. Und ja, durch die Schneide schon ein bisschen weniger waren. Und da geht der Victorinox, der Dualschleifer. Genial, also wirklich super. Und ich habe ausprobiert, geht wirklich super. Also man schleift ganz normal, also immer schauen, dass wir immer die gleiche. Das ist eh schön abgeschrägt da und da kann man es einfach schön nachschleifen. So, und da auf der Seite noch. Da kann man es auch noch. Also einfach mit dem Victorinox Dualschleifer nachschleifen. Und dann einfach mit der Ramek ziehe ich es einfach nochmal an. Und das geht echt super. Also ganz leicht einfach. Ist wirklich wieder fett scharf. Die eine Seite noch. So, das genügt eigentlich schon. Und ist wirklich, also voll scharf, extrem scharf. Also, da können wir eigentlich sagen, mal. Also wirklich, das ist schön scharf. Also wie gesagt, geht echt gewaltig. So Leute, ja, wie gesagt, es waren Fragen wegen dem Schillmesser, wie nachschleifen. Und mit Victorinox, mit dem Dualschleifer, geht das wirklich spitzenmäßig aus. Ne? Ist nicht schwer zu mitnehmen und wird echt total scharf. Einfach genial. Geniales Teil. Ja Leute, ich hoffe, es war interessant, ich habe was gelernt und es funktioniert wirklich super. Und bis zum nächsten Mal. Ciao, baba.